Willkommen zurück zu Deus Ex und es ist spannend. Wow. Ah, Moment, ich habe noch die hier, das da. Mein Schutz vor. Was hat jetzt geladen? Warum ladet es jetzt? Was ist passiert? Ach Mist, jetzt wurde ich eingesperrt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich lade mal nochmal. Vor allem, warum wurde ich eingesperrt? Ich wurde doch gar nicht gefangen genommen. Ich bin auch nicht tot oder so. Dann werde ich mal bei den Raketenwerfern. Mach kurz einen Prozess mit denen. Kann ja nicht so schwer sein. Okay, der erste ist tot. Die anderen sind hoffentlich auch ausgeschaltet. Kommt da noch jemand? Hey, Raketenwerfer. Ah, Smuggler getting to Hong Kong. Nein, tut mir leid. You mean Jack and Battery Park. Wow! Ich glaube. Ah, nein, wahrscheinlich ist Paul gefallen gerade. Ich will nicht meine eigenen Ex-Kollegen abschießen. Aber ich bin gerade echt fasziniert davon, wie genau die Pistole ist mit der Modifikation noch. Sorry, Leute. Oh Mann, es tut mir so leid. Ich will euch nicht umbringen. Go, you don't have much time. Warum bin ich nicht durchs Fenster gegangen? Warum nicht? Hat irgendwas dabei? Munition, 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 Munition. Okay. Nein, nicht auf Paul. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich will euch nicht töten. Tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber wenn ihr mich angreift, muss ich mich wehren. Hört auf mich zu schießen, dann höre ich auf euch zu schießen. Also, das, wie man sieht, tut ihr das ja gerade. Paul? 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 Bist du tot? Nee. Bist noch da, oder? Paul, wo bist du? Hm, vielleicht ist er schon raus. Da ist er nicht. Kann ich den dann nochmal hacken? Nee, den habe ich vorhin schon gehackt, ne? Genau. Okay. Vielleicht ist Paul ja schon draußen. Vielleicht soll ich die Waffe ziehen. Hier geht's raus. Ach, Mist. Goddamn Terrorist. We'll find out. Oh, God. Vielleicht hätten wir doch durchs Fenster fliehen sollen. Ich frage mich auch gerade, wo Paul sich rum. Da sind Bots von der UNETCO. Die können was. So, erstmal sortieren. Das da brauche ich nicht. Wo ist die U-Bahn? Verdammt, wo ist die U-Bahn? Du bist freundlich? Ja, richtig, du bist in der UNETCO. Wo ist die U-Bahn? Wo ist die U-Bahn? Die U-Bahn. Die ist doch. Ist die nicht hier? Da vorne ist sie. Oh mein Gott, nein! Wie gut, dass ich so gut springen kann, ey. Okay, wie war der Code? 6282. 6282. Und schnell. Ah, ich habe keine Tempo mehr, keine Energie mehr. Und da auch fast keine Gesundheit mehr im Bein. 1, 2, 3, 4 und F7. Und schnell weg. Einmal hacken, bitte. Lalala. Ich weiß nämlich zufällig, dass die Welt außenrum pausiert wird, während man an solchen Terminals sich zu schaffen macht. Das heißt, es mag aussehen wie Zeitverschwendung, ist es aber nicht. Okay, wo ist Paul? Mensch, wo ist Paul? Kann ich da noch nach unten? Nein, das geht nicht. Okay, Soda. Ein bisschen Heilung, Soda, noch ein bisschen Heilung. Okay, da ist noch eine Soda, nein, das ist Whisky. Okay. Und schnell weg. Schnell weg hier.
Pfui, ich glaube, hintenrum wäre einfacher gewesen. Aber ich habe euch Action versprochen und ihr habt Action gekriegt. Ah, das ist Navara. Warum ist sie nicht feindlich? Und vor allem ist Paul jetzt hier dabei. Wo ist Paul? Okay, da würde ich schon mal rauskommen, ohne die Navara zu treffen. Aber ich würde gerne mit ihr... Hä, wo ist sie? Wo ist sie hin? Da hinten. We had such hopes for you and your brother. It would seem you are not as loyal as we expected. Loyalty to what Simons and agents like you have made of UNADCO? I would rather die. We are thinking the same thought. Phantom! What? Die ist unsichtbar! Also wir nicht ganz, aber... Ups. So spektakulär, so ein bisschen. Und mir fällt gerade ein, der Untergrund war ja hier. Nicht in Battery, nicht in New York, sondern hier in Battery Park. Es ist bloß die Frage, werde ich da oben auf mehr UNADCO-Agenten treffen? Sieht gerade nicht so aus. Ich will mich trotzdem heilen. Da hat es nötig, der Torso. Nein, ihr habt mir nichts getan, Vögel. Oh Gott! Da ist der andere Typ. There is no escape. We surrender. Another peacekeeping occupation. They expect us to take you and Paul alive. Okay. Here comes your chance to be a hero. Ich gebe nicht auf. Gut. Wow! Nee, lass mal. Kein Bedarf. Wo ist das nächste? Da ist das. Da würde ich gerne rein und es am besten auch hinter mir zumachen, damit ihr mich nicht verfolgen könnt. Dumm, die dumm. Ich möchte gerne da hoch. Es gibt doch hier mindestens zwei Ausgänge. Ah, da brauche ich den passenden Schlüssel. Mist. Aber es gibt noch einen anderen Ausgang. In die eine Hütte. Müsste das sein? Das da war gerade die Luke, die glaube ich neben dem Haupteingang gerade. Es gibt aber hier, wie gesagt, noch die... Genau das hier sollte das sein. In einer dieser Hütten rein. Ja. Frage... Was ist das da? Kampfkraft brauche ich gar nicht. Ich will hier raus, bitte, einmal. Wunderbar. Okay, wie komme ich da jetzt raus? Speichern, Tempoerhöhung an und ab durch die Mitte. Oh verdammt. Nicht in diese Richtung. Lalala. Nicht in diese Richtung, sondern... Okay, wie war das? Da hinten ist der Haupteingang. Ich werde versuchen, einfach... Genau. Die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Blöde Idee. Tempoerhöhung an und hier... Ach verdammt, da ist ja ein... Warum kann ich nicht so hoch springen? Ich möchte hier gerne wirklich entkommen. Das muss doch irgendwie gehen. Vielleicht hier rum? Ah! Ich kann ja nicht drüber springen. Was soll das? Warum ist da die Decke so niedrig? Das kann doch nicht sein. Ich meine, hallo? Warum kann ich da nicht hochspringen? Wow, hält der viel aus. Wow, macht der viel Schaden. Nee, komm. Also ich kann nicht akzeptieren, dass ich hier nicht einfach nicht rauskomme. Das muss irgendwie... die Steuerung. Damn it. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Warum spielt meine Steuerung gerade? Ich muss mal eben kurz das Spiel neu starten. Tut mir leid. Weil die Steuerung wieder spinnt, weil ich irgendwas gedrückt habe, während es geladen hat. Das ist so ein komischer Bug. Den habe ich nicht jedes Mal, aber irgendwie manchmal dann schon. Dauert auch nicht lange. So, letzter Fluchtversuch. Ich kann doch nicht so hoch springen. Männel. Okay, dann ist es vielleicht so gedacht, dass ich hier tatsächlich gefangen genommen werde. Schade. I need you to escape. I can cut power
to the door only a few seconds without being detected. Get ready. Die Tür. Okay. Jemand möchte, dass ich entkomme. Majestic. Ich bin im Majestic 12 Gebäude. Okay. Woher weiß ich das? Achso, ja. Gut. Da bräuchte ich Tools. Ich habe leider keine Tools. Oh, da wäre ein Heilungsbot. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen. Okay. Ich muss hier also jetzt vermutlich aus dem Gefängnis entkommen. Die Kiste hätte ich gerne. Ein Schocker, ein Taser. Sehr cool. Geht die Tür wieder zu eigentlich? Nee, ne? Kann ich damit durch das... Das funktioniert nicht. Bräuchte ich den korrekten Code wahrscheinlich. Uiuiuiui, da kommt wirklich einer. Nein! Ich habe dir nicht erlaubt, Alarm auszulösen. Nein, ich habe dir nicht erlaubt, Alarm auszulösen. Ich erlaube dir nicht, Alarm auszulösen. Hörst du auf? Meine Güte! Hör doch mal auf mich! Hat die Pistole jetzt eigentlich die Modifikatoren? Ja. Die Pistole hat die gleichen Modifikatoren, wie ich auf die letzte Pistole gepackt habe. Okay. Tür zum Gefangenentrakt 4089. Der Code für alle Zellen ist 4679. 4679. Hä? Überbrückt? Warum ist die überbrückt? Keine Ahnung. Sojanahrung, ein bisschen Heilung, nicht verkehrt für unterwegs. Hier gibt es nichts. 4, 6, 7, 9. Wunderbar. Ich würde mich gerne einmal von dir heilen lassen. Vielen Dank. Hast du irgendwas dabei? Eine PS20 und zwei Dietriche. Sehr schön. Das könnte nützlich werden. 4, 6, 7, 9. Und du bist hoffentlich ein Kollege. Du bist der Spy, den sie gefangen haben, right? Ich habe nie für die NSF but aber mein Bruder hat. Ich denke, er wurde auch. You're definitely not the only prisoner. I heard noises down the hall. Good. Maybe I can find him. Let's get out of here. I smuggled in a knife and a med kit, too. You want the med kit? Yep. Yeah, I'll take the med kit. What do you say? I think we can make it. Sure, come on. Lead the way. Ich denke, zusammen haben wir hier bessere Chancen rauszukommen. Trotzdem möchte ich gerne speichern. Okay, da oben ist ein Alarmsystem. Ah, und da hinten ist eine Kamera. Ich habe kein Multitool. Messer brauche ich nicht. Ich habe ja den Kampfstock. Die Kamera guckt gerade her. Okay. Verdammt. Transmitting the floor plan. All of your equipment has been stored in the armory to the south. Paul Dent is alive in the laboratory to the north, but has a damaged infolink. You must inform him of the escape. Tracer Tong will require his data vault in order to defeat the kill switch. Okay. Paul ist im Norden und Tracer Tong will jetzt wohl auch Paul helfen, den kill switch zu deaktivieren. Das macht ihn wohl spontan zu einem... Na, zumindest temporär zu einem Freund, bis Paul gerettet ist. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, ob ich was von beiden ich benutzen soll. Aber ich sehe gerade, der Schlagstock braucht weniger Platz, macht mehr Schaden, lässt mich die gleiche Präzision, ist leichter. Insofern, geliebtes Brecheisen, so sehr du mich auch an Half-Life erinnerst, du musst leider gehen. Die Waffen würde ich gerne noch ein bisschen sortieren. So. Okay. 250 Fertigkeitspunkte. Kann ich irgendwas leveln? 1360. Ich würde gerne die Pistole hochleveln. Das scheint nicht zu funktionieren. Oder die... Ne, die Feuerwaffen nicht. Schlösser knacken. Elektronik. Habe ich alle nicht trainiert. Aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. I'm ready for business. So, Paul ist im Norden.
gucke ich doch mal, ob ich jetzt schon direkt Richtung Norden komme. Das sieht doch nach Norden aus. Kommandozentrale. Let's go. Miguel heißt der Freund, der Kamerad. Da ist ein Feind. Ah, hier geht's weiter. My goodness. Ah, Moment, du bist ja... Mr. Denton, did you escape? Yeah. How do you know why? Woher kennst du mich, ja? I'm a prisoner too. And I say your name every day. I have cells from your body and culture. Your brothers too. My brother? Okay. Is he nearby? Warum tust du sowas? They have him in the medical area. Agent Denton, believe me, I share your fury at the skill switch functionality. Do you know Paul? Only from his disuse. The guards want me to figure out why your bodies tolerate the nanites. A damn hard question, I'm sorry to say. Do me a favor, play dumb. They know enough already. I try. Oh, how I try. Maybe you can slip out when I open the main doors. I've already been shot once, thank you. But good luck. The only code I can give you is 0199. That's to the medical area. Maybe you'd like to see your brother. Yep. I would. Thank you very much. Super. Also spätestens jetzt hat UNATCO bei mir verschissen. Wenn sie mich und Paul hier einsperren. Okay, aber das Zielfernrohr habe ich hier nicht. Nanotech. Ach verdammt, der hat mich gesehen. It's dead. Remember the Nein! Verdammt! Ach Mist, dann lade ich mal eben, wenn die mich jetzt hier erwischt haben. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ach ja, hier. Genau, ich wollte Richtung Norden. Genau, da kommt der her. Ah, das kann man öffnen. Gucke mal an. Ist hier irgendwas? Okay. Das ist ja praktisch. Da will ich doch glatt mal Richtung Norden. Ich kenne jetzt zwar den Code, aber ich bin ein bisschen abgeneigt, ihn zu verwenden. Weil ich ihn ja in diesem Speicherstand noch nicht erfahren habe. Das ist natürlich total super. Wenn ich mal Bösewicht bin und mir so eine Kommandozentrale bastle, dann werde ich mir natürlich auch... Ah, verdammt. Dann werde ich mir natürlich auch Lüftungsschächte überall so hinbasteln, dass man sich da einfach durchschleichen kann. Nicht. I got you covered. Also nochmal auf zu dem Dock. Das hat ja... Moment. Den da kriege ich doch. Hey! Warum hört der Schock auf, sobald ich dich haue? Das ist ja gemein. Und warum gehe ich gerade auf Nahkampf? Ich bin doch hier der Ballertyp. Ist irgendwas dabei? Nein. Der Hund hat natürlich nichts dabei. Und da ist mein Kollege tot. Verdammt. Ich sehe gleich die volle Munition. Was? Ich habe die volle Munition. Warum das denn? Mir wurde die Munition nicht abgenommen. Ah, so knapp. So knapp. Hä? Die Munition wurde mir nicht abgenommen. Nur die Waffe. Das ist ja interessant. Okay. Oh, das ist doch mal so. Das Messer brauche ich nicht. Ich habe den Schlagstock. Oder, Moment, was macht mir Schaden? Das Messer macht 5 Schaden, der Schlagstock macht 7 Schaden. Also, Messer. Weg. Ein Hund. Na, Kleiner, willst du mich angreifen? Tut mir leid, du hattest die Wahl. Okay, hier rein. Ich könnte mich hier reinhacken wahrscheinlich. Gasgranate brauche ich nicht. Dann hacke ich mich doch mal rein. Mal gucken, was ich hier finde. Alter. Okay, ich muss Paul finden. Mein Kollege ist gerade leider tot, aber an dem hänge ich nicht. An den Gegnern irgendwie auch nicht so wirklich. Okay. Der Doc ist wohl gerade in Begleitung. Und im Nanotech-Labor gibt es einen Heilungsbot. Den bräuchte ich, glaube ich. So wie ich aussehe. Oh, schön. Sturmgewehr. Wow.
Und vermutlich habe ich auch hier wieder die volle Munition. Yep. Wunderbar. Das ist ja großartig. Mal gut nicht. So, das kennen wir. So, das kennen wir alles. Hier müsste gleich ein Gegner kommen. Warum bist du freundlich? Moment. Moment. Das kenne ich. Diese Perspektive kenne ich. Die war im Vorspann. Nein. Nicht nachladen. Besser. Jetzt darfst du meinetwegen nachladen. Wenn du in Deckung bist. Ah, schon wieder so ein Typ. What? Warum? Hat mir das gerade so viel abgezogen? Hatte ich so viel Schaden? Ach, nö, nicht schon wieder. Okay, das mal rauf ich rein und speichere gleich. Sobald ich durch bin. Hey, ich hab die Pistole doch schon ausgewählt. Warum checkst du die wieder weg? Stopp, ja, wunderbar. Nein! Nein! Tut mir leid! Ich wollte dich doch gar nicht treffen. Schrotflinte. Ach, Mist. Immer diese Freund-Feind-Erkennung. Sobald man einmal jemanden abschießt, aus Versehen, egal wie sehr man es bereut, die Leute sind einem danach immer feindlich gesonnen. Schade. Und ich schwöre hoch und heilig, ab sofort werde ich häufiger speichern. Mal reinhacken. Kamera aus. Geschütze. Schade, kann ich nicht umstellen. So, ich muss mal eben sortieren. Die Pistole an zweite, das Sturmgewehr an dritte Stelle. Das da brauche ich eigentlich nicht. Das Messer werfe ich weg. Nee, den brauche ich nicht. Ich habe den Schlagstock. Die Schrotflinte würde ich mir gerne mal aufheben. Sturmschrotflinte. Das klingt ja eigentlich schon ziemlich cool. Ich speichere mal. Okay, Code-Tafel. Ach, Mist. Okay, ich muss also Paul befreien, bevor er mich rauslässt. Ich will das... Ach, Mist. Ich will das Zielfernrohr wieder für die Pistole. Das war doch ziemlich praktisch. Komm schon, Hundi. So. Das Zielfernrohr war echt praktisch auf der Pistole. Das hätte ich gerne wieder. Alleine schon, um so eine Art Fernrohr zu haben, so eine Art Fernglas. Ich bin voll geheilt, ja? Achso, nee, bin ich nicht. Aber damit hier kein Platz verschwindet, wird mal ein bisschen sortieren. Speichern. Wie gesagt, ich möchte ab sofort öfter speichern. My goodness. So, das können wir. Nochmal speichern. Da drin gibt es Gegner. Die Frau da ist freundlich. Der Typ da nicht. Vielleicht ist die Schrotflinte die falsche Waffe auf die Entfernung. Wahrscheinlich sogar. Aber die Pistole ist sicherlich okay. Und wenn jetzt der Alarm ausgelöst wird, genau. Wenn jetzt der Alarm ausgelöst wird, würde ich gerne in Deckung gehen. Vielleicht auf die Schrotflinte wechseln und mal gucken, was da oben so passiert. What? Wie schnell kannst du dich umdrehen und reagieren? Das ist ja unglaublich. Unglaublich, hey, wie schnell der gerade reagiert hat. Ah, diese Men in Black sind echt böse. Okay, ich kann hier gerade speichern. Ja. So. Nein. Das sehe ich gar nicht ein.
gar nicht ein. Dumm, die Dumm. Wenn die ein bisschen so blöd sind, wie ich denke, kriegen sie es nicht hin, die Klappe über mir zu öffnen. Und ich kann wieder warten, bis der Alarm vorbei ist. Ich speichere einfach mal und dann gehe ich auf Konfrontation. Na, wo ist er hin? Da. Deckung. Visual contact has been lost. Ah, ich hab ihn. Hui, das war nicht gerade einfach und auch nicht gerade die feine Art mit der Deckung hier. Die Fehler des Spiels auszunutzen. Aber hey! Wenn das Spiel die Fehler hat, dann benutze ich die. Genau, das kenne ich doch noch aus dem Vorspann. Irgendwelche Experimente sind das. Einmal heil bitte. Vielen Dank. Die Kamera habe ich ausgeschaltet. Hey, find somewhere else to hide. Demoro Passwort Raptor. Demoro Passwort Raptor. Habe ich das auch geschrieben? Nein! Das muss ich nicht gemerkt. Dann möchte ich mir das mal eben selber hier aufschreiben, bevor ich das verliere. Oder vergessen. Login. Demoripau. Und Passwort Raptor. So. Und das ist für LabNet. So wahrscheinlich irgendwo hier drin, so wie das aussieht. Ich brauche einen Dietrich, um das zu öffnen. Ah, da unten ist offen. Was gibt's hier? Nichts. Da ich gerade nur so wenige Dietriche habe, möchte ich vorher speichern und gucken, ob es sich lohnt, da reinzuschauen. Erstmal alles aufschließen. So, was gibt's hier? Ein Multitool. Das könnte sich potenziell lohnen. Was gibt es hier? Chirurgie 0199 kenne ich schon. P. Sherman Passwort Raven. Für die Fernüberwachung. Okay, das könnte sich auch lohnen. Und was gibt's da unten? Oha! Das ist bestimmt praktisch. Meine Güte. Oh ja, das hat sich gelohnt. Alle drei haben sich gelohnt. Der kann nicht quatschen. Das habe ich schon gelesen. Was steht hier? Ein Bild von Rolf Simons. Ein Medikit. Wunderbar. I'm in the middle of something. Ja. Hätte ich mich da auch reinschleichen können? Wahrscheinlich schon. Ist ja egal. Ich bin nicht der Schleichtyp. Aus dem Weg, Stuhl. Ich brauche dich nicht. Okay, dann probiere ich doch mal das aufgeschriebene hier zuerst. So. Raptor. Aha. Griesel-Käfige-Kontrolle. Käfige geöffnet. Eindämmungsfeld geöffnet. Die toxische Wirkung des Griesel-Gifts. Okay. Okay. Kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen mit der Information? Dann gibt es noch P. Sherman. Einmal kopieren und einfügen. Raven. Ach so. Das ist das gleiche. Ah, aber der hat hier für die Waffenkammer 2917, der hat E-Mails 9905. Hehe. Ich schreibe mir den Code auch mal eben hier auf. 2917 und 9905. Wenn ich dann irgendwo Codes brauche, probiere ich das mal aus. A. Jacobson. Calvo. The sequence came straight out of VersaLife software. Did you double check the endonuclease? I've seen the tethering fail completely in vivo. Die sind vermutlich für bei der UNATCO oder so. Habe ich nicht gerade deren Käfige geöffnet? Ich dachte eigentlich, das hätte ich getan. Gegner? Wo? Ich dachte, ich hätte deren... Ah, da ist doch schon einer. Die sind feindlich.
Naja, solange sie mich nicht angreifen, sehe ich eigentlich keinen Grund, sie anzugreifen. Okay, hier oben. Ach so. Nein, der Doc ist tot. Ich würde mir gerne diese Kiste da holen. Ah! Na, so viel dazu. So viel zu unauffällig. Na, was soll's. Ja, okay, Gasgranate. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich speichere mal. Ah, Medical. In Medical soll doch Paul sein, wenn ich mich recht erinnere. Hier liegt diesmal nichts. Is he on? Die haben mich schon mal bemerkt. Was soll's.